Nikolai, wie sehr hat Sie die Mannschaft heute beeindruckt? Sehr. Wir haben zwar ein Stück Arbeit, wir haben ja einige Spieler, die auch sehr enttäuscht zurückkamen, mussten gepflegt werden. Haben ein lockeres Training Montag gehabt, ein bisschen Taxi zu sagen. Gestern sah das richtig gut aus. Gutes Tempo. Es ist gut, wieder Alexander Petersen dabei zu haben. Hier kann mit Tempo spielen. Ich finde, Kim hat sehr gut im Anfang. Dann hat Mess reingekommen, hat das sehr gut gemacht. Andy, ja, fast wie immer, das alles sehr gut gesteuert. Beide Außen, beide Kreisläufer, einfach alles heute. So wie Kretsch auch gesagt hat, Abwehr außer 6-7 Minuten in beiden Halbzeiten. Bernd Stark, 22 Tore, ist ein mehr als normal, aber damit lebe ich. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Olympia-Quali. Da haben wir natürlich im Vorfeld auch drüber gesprochen. Der emotionale Aspekt ist das eine, aber die Belastung, die in den Knochen der Spieler steckt, natürlich noch eine komplett andere. Dann sieht man hier eine Mannschaft, die vor cool ist, eigentlich nur so strotzt. Wie haben Sie das hinbekommen? Und ja, ich habe natürlich nicht so hart trainiert. Habe zwei Jungs ein bisschen gesagt, dass die ein paar Tage jetzt frei kriegen, wenn wir heute gewinnen. Das glaube ich war auch. Welche beiden Spieler? Da müssen wir nochmal genau drauf gucken. Ja, Mesh Minze und Harald Reinkind, die haben beide sehr viel gespielt jetzt. Und ja, jetzt werden wir ein paar lockere Tage haben und dann Wochenende, besonders für die Olympia-Quali gespielt hat, aber auch für die in Polen dabei waren. Und dann haben wir eine gute Woche, nächste Woche, wo ich mich richtig freue. Also ich kann nicht erinnern, wann ich eine ganze Woche gehabt habe, wo ich trainieren könnte. Wir haben Sie ein bisschen beobachtet heute in dieser Partie, auch so in der Ansprache mit den Spielern. Haben Ihre Spieler eigentlich ein bisschen Angst vor Ihnen? Für mich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die wissen, dass ich emotional ist im Spiel, aber sobald das wir wieder in die Kabine ist, außer wenn es in Halbzeit ist, dann war einige Ansprache nach dem Spiel auch, aber Angst, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin ein ganz netter und lieber Mann.